Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Voilà. Ihr seid da. Es gibt viel zu tun. Oh, ich habe jetzt leider keine Zeit. Also schau dich noch ein bisschen im Ebenerz um. Das ist in Steinfälle. Da ist ja dieser Elf dann zum Schluss noch aufgetaucht, über den wir fast drüber gestolpert wären, und der steht hier hinten zu meiner Linken. Und das ist Vanus Galerion von der Magiergilde, das Oberhaupt der Magiergilde, wenn wir uns noch erinnern an die Magiergilde damals. Ich blende sie euch nochmal links oben ein. Genau. Und Vanus Galerion will unbedingt mit uns reden. Dann schauen wir mal. Seid gegrüßt. Ich bin Vanus Galerion, Oberhaupt der Magiergilde. Ich brauche eure Hilfe. Meine Hilfe? Ja, es wird höchste Zeit, dass Tamriel aus den Fängen Molag Bals befreit wird. Die Anker, die Daedra, die Untoten, sie verwüsten unsere zerbrechliche Ebene der Sterblichen. Ich habe einen Plan und ich brauche eure Hilfe. Ich glaube, ihr seid die Einzige, die mir helfen kann, diese Sache zu Ende zu bringen. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Ich möchte, dass ihr Drossel trefft, den Anführer der verborgenen Wappenträger. Er wird bei der Magiergilde in Gramfeste sein. Selbst Jorons persönliche Agenten halten meine Idee für vernünftig. Ich komme bald nach. Ich muss nur noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Ich werde euch dort treffen. Okay, wir müssen jetzt diesen Drossel in Gramfeste treffen. Wir sind hier in Ebenerz. Mal schauen, wo Gramfeste ist. Ich glaube, wir haben es schon mal entdeckt. Nächsten Gebiet hier in die Schar. Genau, Gramfeste ist hier. Wir haben noch gar keinen Wegschrein in der Nähe. Deswegen, welcher ist denn der nächste? Ja, nimm mal den hier. Das Tal der Geisterschlange, okay. Da müssen wir dann den Drossel suchen. Oder die Drossel. Ich glaube, das sind eher. Irgendeiner von König Jorunds Anhänger, quasi. Und mal schauen, was der zu sagen hat. Es haben alle Ich bin so schon viel zu gespannt, was ihr sagen daraus hier. wohl macht. Jeder will mit uns reden. Und wir sollen immer helfen. Es gibt keinen, der sonst helfen könnte. Keinen einzigen. Ist echt schlimm hier, ey. So viel zu tun hier. Das sind wir ja 30.000 Leben lang beschäftigt, wenn es so weitergeht. Weil wir, wenn wir tot sind, spawnen wir ja immer wieder. Was leuchtet hier? Oh, ein Buch der Magiergilde. Schön hier. Ah, ich liebe blaues Leuchten. Bin ich voll vorbeigelaufen. Hier in diesem Baum drin. Ja. Tja, gut, dass wir ins Tal der Geisterschlange hier gegangen sind. Sonst hätten wir das Buch voll übersehen. Nie hätten wir es gefunden. Dann hätten wir etliche Guides durchstöbern müssen, damit wir es finden. Aber das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben. Okay. Sind wir schon in Gramfeste? Wieder 1000 Quests, davon nehmen wir keine an. Okay, hier. Halt! Sprecht mit mir, bevor ihr Gramfeste betretet, Nein, nein. Bürgerin. Ich betrete auch Gramfeste so. Der Wegschrein, den haben wir jetzt mal entdeckt. Und dann schauen wir mal. Ah ja, hier in die Magiergilde müssen wir rein. Zur Drossel. Ein eigentümlicher Name. Ja. Es gibt eine dringende Aufgabe für euch. Ja. Es gibt immer dringende Aufgaben für mich. Die Grauensherrin hat euch gut beschrieben. Kaum zu Kommt und sprecht glauben, mit dass man mir. sich registrieren muss, um in die Stadt zu Das kommen, Jahr oder? 2920, Band 9. Okay. Ah, muss man hier stehlen oder was? Ah ja.
Naja, gehen wir mal zu Drossel hier drin. Isobel ist uns auf den Fersen, also können wir uns hier keine Mätzchen so richtig erlauben. Ja, Drossel. Okay. Nun, wenn das nicht die Heldin des Paktes ist. Ich bin froh, dass ihr es geschafft habt. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich bin der Anführer der verborgenen Wappenträger. Falls ihr schon von uns gehört habt, haben wir unsere Arbeit nicht sehr gut gemacht. Die Wappenträger kümmern sich um die schmutzigen Geschäfte des Paktes. Manchmal schließt das Agenten der Morak Tong und andere Geheimorganisationen mit ein. Wie Nariu hier. Warum solltet ihr einen Assassinen benötigen? Sie schuldet mir einen Gefallen. Eine lange Reihe an Geschichten, für die wir keine Zeit haben. Sie hat meinen Bruder gerettet. Ich habe ihr Leben gerettet und so immer hin und her. So viel zu den Geschichten. Ihr seid wegen Vanus Galerion hier? Ja, das bin ich. Dieser verrückte Altmeer möchte ein geheimes Treffen zwischen den Anführern der Allianzen auf neutralem Territorium organisieren. Er wird jeden Augenblick hier sein. Also überlasse ich es ihm, euch die Details zu erklären. Aber macht euch keine Sorgen. Wir Wappenträger werden unseren Teil beitragen. Was ist eure Aufgabe? Kleine Details. Dafür Sorge tragen, dass die richtigen Agenten am richtigen Ort sind. Die Interessen des Paktes schützen solche Sachen. Ich könnte euch mehr erzählen, doch dann würde Nariu euch töten wollen. Oder vielleicht nur ein bisschen aufschneiden. Okay. Nun, sieht so aus, als wäre ich froh, dass ihr gekommen seid, Virian. Ich fordere da einen Gefallen ein. Ihr meint, ihr habt mich gerufen, ohne zu wissen, ob ihr mich benötigt, Drossel? Ach, was für ein Gefallen. Ihr müsst die anderen Spionagenetzwerke kontaktieren. Die Augen der Königin des Altmeri-Dominions und den Ring der Dolche im Dolchsturzbündnis. Kontakt? Ihr meint also mit den Spitzen meiner Dolche immer wieder, richtig? Nein, nein. Es geht hier um Diplomatie. Kein Blutvergießen. Entschuldigt meine Verspätung. Was für ein verschwendeter Gefallen, Drossel. Warum nicht etwas, das eure Lakaien nicht hätten tun können? Danach sind alle Schulden beglichen. Ich weiß, aber es ist wichtig. Danke, Nariu. Mit euch reite ich sogar bis nach Auridon. Gehen wir. Das sind zwei. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid, Champion. Ich habe mit Gräfin Hakruba über die Kriegergilde gesprochen. Unsere beiden Gilden glauben, die Zeit ist reif, den Kampf nach Kalthafen zu tragen. Aber das bringt uns in eine schwierige politische Lage. Wo liegt denn das Problem? Vertrauen, wie immer. Die Anführer der Allianzen werden nie zustimmen, gemeinsam vorzugehen. Und wenn unsere Gilden nur mit einer Allianz arbeiten, so werden es die anderen beiden als Verrat ansehen. Für unsere beiden Gilden ist unsere Neutralität unsere Stärke. Wir können es uns nicht leisten, auf beiden Seiten zu stehen. Ist die Situation wirklich so schlimm? Der Krieg in Cyrodiil ist lang und blutig und alle drei Allianzen sind schwach aufgestellt. Sie können keine Ressourcen für einen Angriff auf Kalthafen entbehren, ohne sich selbst zu schwächen. Ich möchte alle drei Anführer zusammenbringen. Vielleicht können wir eine Vereinbarung treffen. Was kann ich für euch tun? Ihr seid in einer einzigartigen Position. Ihr dürft mit Autorität sprechen, aber ihr seid keine Anführerin einer Allianz. Ihr seid respektiert. Ihr habt einen Ruf. Vielleicht lassen sie euch zu Wort kommen, bevor sie sich gegenseitig an die Kehlen springen. Kurz gesagt, ihr seid die perfekte Diplomatin. Ihr wollt, dass ich mit den Anführern der Allianzen spreche? Ich habe den perfekten Ort für das Treffen gefunden. Ein neutraler Ort, fernab von umkämpften Territorien. Eine Insel mit dem Namen Stirk. Ich kann euch eine Audienz mit jedem Anführer verschaffen und für eine magische Anreise sorgen. Ihr müsst sie nur davon überzeugen, nach Stirk zu reisen. Ich werde mein Bestes tun. Das ist alles, worum ich bitte. Ich werde das Portal öffnen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich mit euch reise und als neutrale Partei die Vorstellung übernehme. Das könnte die Sache erleichtern. Ja, ich bin irgendwie ein bisschen dahergelaufen. Okay, in die Hauptstadt einer Allianz reisen. Wow, Eldenwurz. Das schaut das schön aus. Hallo? Oh. Wow.
sind Sie ja bei den Elfen, oder? Hochgeschätzte Königin Airen Arana Altmeri. Es ist mir eine große Ehre, euch vorstellen zu dürfen. Vanus, ihr seid so steif. Ich kann mich an die Güte erinnern, die ihr einem schüchternen Straßenkind vor vielen Jahren im schönen Sommersend entgegengebracht habt. Damals habt ihr dessen Herz gewonnen und daran hat sich nichts geändert. Ihr erwärmt eines alten Mannes Herz, meine Königin. Ich erinnere mich gut an diese glückliche Zeit. Ich auch, alter Freund. Entschuldigt die vielen Wachen. Mir wurde gesagt, sie seien notwendig. Wir leben in dunklen Zeiten. Weise vorausgesorgt, meine Königin. Mein Rat hätte nicht anders gelautet. Wenn ihr gestattet, würde meine Begleiterin gerne mit euch sprechen. Ah ja, ich möchte diese Heldin treffen, über die ich schon so viel gehört habe. Nur selten kommen mir die Heldentaten von jemandem zu Ohren, der eigentlich als Todfeind angesehen werden sollte. Kommt, lasst uns reden. Wow, sie hat eine schöne Stimme. Königin Airen. Vanus ist ein lieber Mann. In vielerlei Hinsicht ist er wie Familie für mich. Da er euch vertraut, bin ich willens, unsere Streitereien beiseite zu legen. Aber unter anderen Umständen wären wir beide erbitterte Feinde. Mein einziger Erzfeind ist Molag Bal, eure Majestät. Gut gesprochen, und ich akzeptiere eure Worte. Um vollkommen ehrlich zu sein, konnte ich diese Gelegenheit, euch zu treffen, nicht verstreichen lassen. Eure Taten sind legendär. Okay, welche Taten? Ihr habt schon von mir gehört? Ein wahrer Champion ist wie ein Stein, der auf die Wasser der Geschichte geworfen wird. Die Wellen, die er auslöst, breiten sich rasch sehr weit aus. Ihr beschämt mich, eure Majestät. Demut ist eine edle Sache, aber ihr müsst stark und selbstsicher bleiben. Ein wahrer Champion ist zugleich auch immer ein Spielball der Geschichte. Und die Geschichte kann ein grausamer und herzloser Herr und Meister sein. Doch genug der Philosophie. Worüber wolltet ihr mit mir sprechen? Ich bin gekommen, um ein Treffen auf der Insel Styrk zur Besprechung eines Angriffs aus Kalthafen vorzuschlagen. Und es müssen alle drei Anführer der Allianzen für dieses Treffen zugegen sein? Ein gewagter Vorschlag. Er gefällt mir. Wohlan denn. Ich will euch keine falschen Hoffnungen im Hinblick auf die Verhandlungen selbst machen, aber ich werde dabei sein. So viel kann ich versprechen. Sie ist mir schon sympathisch. Königin Airen kommt mir vor wie jemand, mit dem ich gern mal ein Ale trinken würde. Ein Ale. Oder auch zwei. Schön. Das lief gut, glaube ich. Sollen wir weitermachen? Natürlich. Wohin geht es als nächstes? Nach Wegesruh. Erwartet ein gewisses Maß an Formalität. Der Hof von Großkönig Emmerich ist allzu oft voller Lästermäuler und Umstürzler. Daher wird dieser Tage genau auf das Protokoll geachtet. Sollen wir? Na klar doch. Frau Königin Airen? Sagt der zauberhaften Dunmer Nario, dass sie sich gerne als Kellnerin verkleiden und für diesen stolzieren darf. Ras, unangebracht. Dieser bereut nichts. Der Rase. Schön, den kennen wir schon von Summer's End. Ja, ja. Die Katze hat wohl mit jedem was, so wie es ausschaut, ha? Tö, kommt viel rum, der Gute. Wegesruh. Verehrter Großkönig Emmerich, ich danke euch dafür, dass ihr an diesem Treffen teilnehmt. Ich würde es nie wagen, eure Zeit ohne guten Grund in Anspruch zu nehmen. Wir kennen einander jetzt schon geraume Zeit, Meister Galerion. Ihr seid nicht für eure kapriziösen Launen bekannt. Doch sagt mir, wer ist eure Begleiterin? Das, eure Majestät, ist die persönliche Vertreterin von Skaldenkönig Jorun. Gesandt, um mit euch über die bevorstehende Kalthafenkrise zu sprechen. Der Skaldenkönig schickt seinen persönlichen Champion in die Festung seines Feindes? Entweder setzt er sehr viel Vertrauen in euch, oder er versucht euch umzubringen. Ich bin fasziniert. Kommt, sprechen wir. Ist die Kupferdaria hier. Schön. Ey, oh, ich muss mich mal niedersetzen hier. Achso, der will mit mir reden. Bei die Bellas Beinen, ihr seid mir ja eine tapfere Reckin. Sogar die Barden von Wegesruh besingen eure Taten. Ich muss zugeben, ich hatte gehofft, euch eines Tages kennenzulernen. Wir schärfen unsere Klingen am selben Wetzstein, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist mir eine Ehre, eure Majestät. Dann sagt mir, ist es Wahnsinn, der euch dazu bringt, hier dermaßen hereinzustürmen?
Oder wollt ihr euch im Namen eures Volkes ergeben? Wenn dem so ist, nehme ich an. Nee. Ich bin gekommen, um über Molag Bal zu sprechen. Das ist zwar ein ziemlich tristes Thema, aber das ist mir immer noch lieber als aufgeregte Worte wie »Ich bin gekommen, um euch zu töten, Eure Majestät« zu hören. Es ist fast ermunternd, dass ihr das nicht gesagt habt. Hm. Ihr wollt also über unseren dädrischen Lieblingsfürsten sprechen. Was ist mit ihm? Molag Bals Einfluss wächst. Es ist Zeit, dass wir die Schlacht in sein Reich tragen. Ha, es tut mir leid. Ich glaube, ich muss mich verhört haben. Einen Moment dachte ich, ihr hättet gesagt, ihr wollt gegen einen dädrischen Fürsten kämpfen. Ganz besonders witzig wäre das, wenn ihr dafür auch noch meine Hilfe wollen würdet. Also, was habt ihr gerade noch gleich gesagt? Ich schlage vor, dass sich alle Allianzen auf der Insel Styrk trefft, um meine Stimme Kalthafens zu besprechen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Aber mir gefällt der Gedanke, sowas in den Geschichtsbüchern neben meinem Namen zu lesen. In Ordnung. Wenn Eiren und Jorun erscheinen, dann werde ich auch da sein. Sollte das allerdings ein Attentat werden, dann werde ich euch mit mir nehmen. Okay. Es erfüllt mein Herz mit Stolz zu wissen, dass Grüße an Drossel. Sagt ihm, dass ich hoffe, bald wieder mit ihm tanzen zu dürfen. Ihr habt euch also mit dem Feind abgegeben, Daria, oder? Nur damit ihr es wisst. Nichts ich zum wusste Stehlen das bereits. Hier, ey. Sehr karg eingerichtet. Ich mein Leben gern, Eure Majestät. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Gute Arbeit. Wir müssen zurückkehren und mit den Vorbereitungen beginnen. Jawohl. Wir haben viel zu tun. Kommt. Ja, und mein Anführer da? Dieser Skaldenkönig Jorun? Mal schauen, was der zu sagen hat. Ach, wo war wir jetzt so überhaupt? Ups, ich habe gar nicht geschaut. Oh nein. Keine Ahnung, ey. Tja. Weg ist Ruhe im Nirgendwo. Naja. Alle drei Anführer haben zugestimmt, sich mit uns auf Styrk zu treffen. Jetzt kommt der schwierige Teil. Das war noch nicht der heikle Teil? Einzeln sind die Anführer ja einigermaßen bei Sinnen und geradezu vernünftig. Aber wenn man sie zusammensteckt und... Nun, ihr werdet es schon noch früh genug sehen. Na gut. Alles ist vorbereitet. Seid ihr bereit, zum Gipfel zu reisen? Natürlich. Dann werde ich, mit eurer Erlaubnis, das Portal nach Styrk öffnen. Möge Auriels Hand uns alle leiten. Öffne das Portal. Wir sind bereit, Vanus. Einen Augenblick, bitte. Ich werde auf der anderen Seite auf euch warten. Auf geht's. Nicht lang fackeln. Oh. Styrk. Schön, schön. Niemandsland. Refin Hagruber von der Kriegergilde. Und Vanus Galerion. Oh, schaut euch das hier an hier. Ist das nicht schön? Ja, ja. Echt schön gemacht hier. Willkommen auf der Insel Styrk. Repräsentanten aller drei Allianzen sammeln sich am Treffpunkt. Er befindet sich gleich dort vorn, durch die Ruinen. Sind die Anführer der Allianzen schon eingetroffen? Mir wurde gesagt, sie kämen jeden Moment durch Portale am Treffpunkt an. Nach all dem Blutvergießen in Cyrodiil fürchte ich, dass sie einander nur schwerlich trauen werden. Vielleicht könnt ihr ihnen dabei helfen, zu erkennen, wie weise eine Zusammenarbeit wäre. Ich werde mein Bestes tun. Ich beneide euch nicht um diese Aufgabe. Wir haben bereits eine ganz ordentliche Gruppe von Experten für die Invasion Kalthafens versammelt. Auf dem Weg zum Treffen werde ich euch einige von ihnen vorstellen. Geht voran. Okay. Zwei Könige und eine Königin, die keinen Fingerhut Geduld füreinander aufbringen können. Es wird schwer, einen Kompromiss zu finden. So ziehe ich hier mein Schwert immer? Weil ich linke Maustaste Glück. Meine Hand sitzt halt einfach so. Okay.
Staub, das ist Fürstin Laurent. Vorsichtig damit, ihr ungeschicktes Ding. Nun beeilt euch, wir verpassen doch alles. Bitte, lenkt mich nicht ab. Wenn ich mit dem Packen nicht fertig werde, werde ich mir einiges von Fürstin Laurent anhören müssen. Okay. Vielen herzlichen Dank für diese Gelegenheit. Ich hatte ja keine Ahnung, dass der Gipfel auf der legendären Insel Stirk stattfinden würde. Stirk. Sie scheint mir eine passende Wahl. Hier trafen sich einst die Anführer der ersten Ära und versammelten die Marine aller Flaggen, um gegen die Kraken anzutreten. Ich kann es kaum abwarten zu sehen, welche Überraschungen Molag Bals Reich noch für uns bereithält. Wir sind hier, um Krieg zu führen und nicht um Sehenswürdigkeiten anzuschauen, meine Dame. Keine Sorge, Vanus. Ich kann auf mich und meinen nutzlosen Lumpen von einem Leibdiener aufpassen. Boah, wie die redet, ey. Habt ihr diese Taschen noch immer nicht gepackt? Bei euch ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Lebt wohl, meine Dame. Wir müssen uns sputen. Wir werden auf dem Gipfel erwartet. Ja, wir sputen uns aber gar nicht. Dann sputen wir uns. Wunderbar. Es ist Tellinger. Hier kommt Tellinger, der Artefaktor selbst. Muss es immer erst eine Krise geben, bevor ihr euch von euren Spielzeugen losreißen könnt, Telly? Vanus, eure Roben riechen nach gescheiterten Experimenten und eure Worte sind nur wenig geistreich. Sagt mir, Telly, aus welcher Dwemer-Müllhalde seid ihr diese Woche gekrochen? Ja, ihr Telly. Ihr müsst lernen, denjenigen Respekt zu erweisen, die euch überlegen sind. Lasst mich doch bitte wissen, falls mal einer vorbeikommt, ja? Dafür habe ich weder die Zeit noch die Energie, Tellinger. Daher wünsche ich euch nun einen guten Tag. Der für die Sicherheit verantwortliche Hauptmann Alfauri ist dort drüben. Ja, okay. Alfauri. Hauptmann Alfauri. Wurde die Insel gesichert? Jawohl. Alle Schiffe in der Gegend wurden von der Insel umgeleitet und die Schutzzauber sind an Ort und Stelle. Und die Anführer der Allianzen? Sie werden jeden Augenblick hier sein. Sobald ihr könnt, solltet ihr dorthin aufbrechen. Wir sind auf dem Weg. Vielen Dank, Hauptmann. Wir müssen uns sputen. Pack da ein bisschen Rüstung ein für Königin Eiren. Die wird sie sicher brauchen. So. Die sind eher bewaffnet hier. Hm. Ja, haben sehr viel Zeug drin. Okay, weiter geht's. Das toll aus. Sonnenuntergang auf Stirk. Ups. Großkönig Emmerich vom Dolchsturzbündnis. Königin Eiren vom Altmeri-Dominion. Jorun, der Skaldenkönig vom Ebenherzpakt. Hey, alter Kumpel. Wir müssen unsere Differenzen ausräumen, sonst ist dieser Angriff schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Woher wissen wir, dass das kein Trick ist? Ein kluger Plan, um unsere Streitkräfte abzulenken, während eure Armeen die Kaiserstadt einnehmen. Ich dachte, Dolche im Rücken wären eure Spezialität, Emmerich. Bitte, seid ihr denn beide so arrogant? Eure Waffen sind Spielzeuge im Vergleich zu den Schrecken, über die Molag Bal gebietet. Ich werde nicht die Zukunft meiner Untertanen aufs Spiel setzen, wenn ich als Sicherheit nur das Wort eines Eisbarbaren und einer Halbstarken habe. Ich fürchte um Tamriels Zukunft, falls je einer von euch beiden auf dem Rubinthron sitzen sollte. Seit wann schert euch denn euer Volk? Ihr hebt doch nie einen Finger, außer um euer Gold zu zählen. Bitte, Hoheiten, dieses Gezänk führt doch zu nichts. Was für eine Zeitverschwendung. Halsstarrige Narren, oh. Alle beide. Was für ein Durcheinander. Verzeiht, Vanus. Aber ich werde nach meiner Löwengarde schauen. Da rennen sie weg. Ups. Ist das für eine Karte hier? Hm. Okay, Vanus. Unglücklicherweise verläuft dies so gut, wie ich es erwartet habe. Wie können wir sie zur Vernunft bringen? Selbst wenn wir sie dazu bringen können, ihre Streitigkeiten beizulegen, werden sie trotzdem niemals zustimmen, Truppen nach Kalthafen zu entsenden. Dann bliebe Cyrodiil nämlich ungeschützt. Die Helen können einen Angriff anführen, aber nur, wenn alle drei Anführer zustimmen. Eine interessante Idee. Aber sie müssten erst einmal aufhören, sich zu streiten, um überhaupt darüber nachdenken zu können. Warum besucht ihr nicht jeden der Anführer in seinem jeweiligen Lager und seht, ob sie einzeln vernünftig mit sich reden lassen? Na gut. Gräfin Hakrua will noch reden.
Widerspenstige Narren. Ihr Stolz wird uns alle töten. Ist die Kriegergilde da anders? Wir dienten als erste Verteidigungslinie gegen Molag Bals Invasoren und vernichteten seine dunklen Anker in ganz Tamriel. Sie haben es geschafft, ihre eigenen Reihen zu lichten und halb Cyrodiil einzuebnen. Was meint ihr? Wäre die Kriegergilde bereit, in Kalthafen einzufallen? Bereit und fähig. Doch wie die Magiergilde zwingt auch uns der Nicht-Einmischungspakt zur Untätigkeit. Die Allianzen dulden unsere Anwesenheit in ihren Reichen nur, wenn wir neutral bleiben. Solange nicht alle drei Allianzanführer ihre Zustimmung geben, sind uns die Hände gebunden. Tja, gut, dass ihr mich habt. Ich regle das. Oh, mit meinem Schwert wieder mal. Eieiei. Ja, hier hinten leuchtet irgendwas, oder? Nee. Dachte schon irgendein Buch. Aber nein. Ich sollte immer alles mitnehmen, weil man kommt nur einmal hierher. Außerdem stiehlt man ja nichts. Wir nehmen ja nur, wir stehlen nicht. Ah! Das ist alles für einen guten Zweck, Jungs. Alles zu meiner eigenen Bereicherung hier. Alles guter Zweck. Ah ja, ich habe ja hier Ingwer-Rosentee. Ach, das kenne ich bereits. Dunkelelfisches Becken beringt. Oh, wow. Brauchen wir nur noch Wasser oder irgendwas. Suppe. Wie wär's mit Tomatensuppe? Ja. Ich pack hier alles ein, ey. Ganz ungeniert. Alles her. Okay. Wie viel Platz habe ich? Ach, genug. Euer Skaldenkönig hat die Geduld eines Bullen in der Brunft. Wir sind hier am Verhandlungstisch und nicht auf dem Schlachtfeld. Könnt ihr diesen Dickschädel nicht zur Vernunft bringen? Ich habe einen Vorschlag. Das ist schon mal mehr, als ich von denen kriege. Was schlagt ihr vor? Schickt die Gilden nach Kalthafen. Ich stelle weder ihre Entschlossenheit noch ihren Mut in Frage. Aber sie sind nur wenige. Und die Anhänger Molag Bals sind übermächtig. Die Gilden haben beträchtliche Erfahrung im Kampf gegen Gedidra. Bei Arkais Bart, ihr seid aber wagemutig. Aber ihr könntet recht haben. Falls ihr es schafft, den Barbaren und die kindliche Königin davon zu überzeugen, sich darauf einzulassen, dann werde ich ernsthaft darüber nachdenken. Also die kindliche Königin hat aber eine... Wie mühelos ihr mit Großkönig Emmerich sprecht. Habt ihr eines seiner Werke gelesen? Er ist tatsächlich ein höchst talentierter Autor. Okay, ja. Ja, liebe Leute von heute. Der Skaldenkönig will nicht mitspielen im Kampf gegen Molag Bal. Schade. Aber mal schauen, was er noch zu sagen hat. Wir geben nicht auf. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns die Meinung der anderen zwei noch anhören, bevor wir entscheiden, sie alle zu töten und den Rubinthron an uns zu reißen. Seid ihr dabei? Ja? Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich echt immer drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon wieder auf euch. Lasst es euch gut gehen. Tschüssi euch.